Geola, mi Hente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi Hente, ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden, Leute, ich bin mal wieder unterwegs. Ihr feiert ja unnormal diese Hallenturniere, allgemein Hashtag Abonnentenspieltage. Und deshalb mache ich es mal wieder für euch. Und zwar diesmal haben mir mehrere Spieler geschrieben. Zum einen von Hoffenheim, von Bayern München. Viele, viele stabile Kicker sind auf jeden Fall am Start. Und ja, ich würde sagen, ich gucke das Ganze an. Leute, Imo Cup, sehr wilder Cup. Zum einen U13 und U14. Und Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr eine frische Jacke braucht, dann auf jeden Fall Finalist Drip, Leute, abchecken. Und auf jeden Fall, das Setup ist gerade das hier. Ich bin wieder unterwegs mit Albino. Auf jeden, Bruder. Bist du ready für das Wochenende? Natürlich, Digga. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Hotel, checken rein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Vamos, liken und Glocke aktivieren. Auf süß. Einfach erstmal direkt falsch Hotel gegangen. Stark, Junge. Was ist das für ein Palast hier? Also immer. Wieso hast du jetzt die 9 gedrückt, Alter? Was denn? Ich hab 8. Okay, Roomcheck, Leute. Outfit of the day. Finelli Sweater, Finelli Jacket, Finelli Hose. Oh, hübsch. Entspannt. Chillig. Sehr gut. Und hier kann ich ja meine Videos schneiden. Sehr gut. Was für ein krankes Hotel, Digga. Ja, sehr, sehr wild. Kuss an Imo. Imo Cap, Bro, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gym gehen, ne? Ich hab dir schon gesagt. Ja, Mann, Digga, unbedingt. Ein bisschen trainieren. Aber zuerst... Wow, da geht's rein, Bruder. Ich dachte, das ist Schrank hier. Warte mal. Tschüss, das ist ja voll krass. Vamos. Wir sehen uns. Okay, Mente. So ein bisschen was kann man hier auf jeden Fall machen. Handeln sind da. Ja, Laufband. Was sollen wir zuerst machen, Bruder? So, mi Hente. Ich komme gerade vom Laufband. Jetzt mache ich noch so eine Stabi-Übung. Kennt ihr sicher so 4 Minuten halten. Beißen, Leute, beißen! So, mi Hente, auf jeden Fall hier gerade in einen Zuschauer gerannt von Salzburg. Was, U13? Ja. Ich glaube, einer von euch, haben, also ich glaube, U14 haben wir eingeschrieben. U13 vielleicht auch, ja. Okay. Ich sehe so tot aus, Bro. Ich küsse dein Herz, ja? Position? Stürmer. Stürmer? Ja. Sehr gut, sehr gut. Viele Tore, ja? Ja. Mach's gut, ciao, Bro. Hast du dich einmal ausgeschlossen, ne? Guten Morgen, Leute. Hi. Was geht's? Wie geht's? Warte, warte. Oh, ja, ja. Ich bin auf jeden Fall hier mit einem Abonnenten, du hast mir geschrieben, ne? Ja, ich hab dir Lael. Lael, Lael. Ja, ich hab dir geschrieben. Wer noch? Anne. Anne, auch geschrieben. Bei dir hab ich gerade auch gesehen. Ich hab auch geschrieben. Ja, wie heißt der? Aaron. Aaron? Hamza. Hamza? Ja. Der AK-Mann. Schickt einmal eine Gruppe. Das ist meine Heimatmannschaft, der FCA. Ich schätze die Chancen ein hier. Servus. Ah, du, wir haben nichts zu verlieren. Wir kommen her. Ja, ein paar gute Kicker in den Reihen. Spaß haben. Haben Top-Kicker dabei. Ja. Sehr gut, sehr gut. Mein Heimatverein, Sandro Bucchi. Ja. Schöne Grüße. Achso. Danke. Wie heißt du, Bro? Lorik. Lorik? Ah, ich kenne dich, glaube ich. Ja, mein Bruder hat Video mit dir gemacht. Ah. Die Finelli. Ah, korrekt. Bruder, auf jeden Fall gib Vollgas. Ja. Yeah. FCA, auf die 1, Junge. Mach's gut. Basel. Ruben. Ja. Maschine. Es geht. Ich küsse dein Ernst, Mann. Danke. Ciao, Bro. So, okay, mi Hente. Jetzt hier heute also in Lörrach das erste Spiel, und zwar Bayer Leverkusen gegen den Gastgeber Lörrach. Oh, da bereits schon das 1:0 für die Leverkusen. So, und da das erste Tor von Alex. Er erhöht auf 4:0. Interessanter Mann. Nummer 9 interessanter Mann. Haben wir hier auf dem Scouting-Zettel. So, mein Hente, Jume ist jetzt auch angekommen. Und ich meinte, ich habe auch den einen gefragt, die meinten, die hätten auch mit Cristiano Ronaldo Jr. gespielt. Also ich glaube,
Digga, CR7 Junior wäre jetzt einfach noch hier, wenn sein Vater immer noch für Juve spielen würde. Die Mannschaft von Kenan Yildiz. Juve, schöne, schöne Grüße. Hoffe, dass er bald die erste Mannschaft ist gegen Umetom, Schutom, Bischof. Ja. Also, schöne Grüße auch an die Jungs, die jetzt in der ersten Mannschaft sind, Hoffenheim. So, Leute, da ist jetzt also Anel. Anel, oh, Anel hat die Chance. Oh, stark gemacht, Anel. Ja, Anel. Ja, gerade Anel. Ja, gerade Anel. Ja, 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 ja. Jawohl, Abonnent on fire, Anel, hier mit dem 1-0 gegen Juve. So, Leute, und? Mit dem Schlusspfiff geschieht ja immer das 1:1. Aber egal, trotzdem, GG an Hoffenheim. So Leute, Aarau gegen Bayern München. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Oh, ey, 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 Ref, Ref! Oh, das ist gut gespielt. Und da ist das 1:0 für die Bayern. Oh, stark gespielt, mach ihn! Mach ihn, Lorik! Lorik trifft gegen Bayern! 1:1! Wild! Komm, Lorik! Oh, oh, Lorik! Oh, den hab ich gesehen, Lorik! Aber du hast ein Tor gemacht, das zählt! Oh nein, oh nein! Ich feier diese Nervosität! Es ist eine Nervosität! Nach vorne! Nach vorne! Ja, ja, Junge, komm, mach ihn, mach ihn! Hey, Ref! Ref! Ja, okay, das war's. Aarau verliert mit 2:1, aber echt stark gemacht, Jungs. Mach dir nichts vor. Gute Leistung, Jungs. Papa, alles gut, Abonnent, oder? Ja. Korrekt. Bist du bei Freiburg? Ja. U was? U13. Aber warum spielst du nicht? Ich war verletzt. Ach so, gute Besserung. Danke. So, wir Hente, jetzt geht's zur nächsten Location. Weil das Turnier hat ja U13 und U14. Und mit dabei ist noch Moritz. Moritz hinten. Jo, was geht? Er ist der Sohn vom Veranstalter und hilft mir auf jeden Fall hier. Zeig dich mal, Bruder. Da ist er. Okay, also Leute, wir fahren jetzt rüber und gucken dann Bayern gegen. Gegen wen? Basel. Basel. Morgen Lörrach. Ihr seid Lörrach? Ja, wir spielen gegen Juventus. Boah, Bro, die jetzige Lörrach kriegen richtig auf den Deckel, ne? Nein, die haben gegen Ajax, führen sie gerade 1:0, gegen Salzburg haben sie 2:0 gewonnen. Wie? Lörrach führt gerade hier drüben, ja, gegen Ajax? Ja, weiß es so. So, Leute, hier Basel. Mal gucken, was da die Basler können an der Pille. Die hat hier mit draußen angekommen und zwar spielen jetzt Basel gegen Bayern München, Leute. Leroy ist leider nicht mit dabei, hat er voll gemeint gehabt. Der hat schon 2 Spiele durchgemacht. Aber Kuba ist auf jeden Fall noch im Moment mit der Nummer 8. Und ja, ich würde sagen, wir gucken hier noch vorbei und schauen wir auch. Spannend zu sehen, Basel, Schweizer Top-Club gegen deutscher Traditions-Top-Verein Bayern München. Mal weiter, Boah, stark gemacht. Bravo, oh, oh, Bayern mit Problemen, meine Damen und Herren. Oh, hübsch gemacht. Eckball. Oh. Grätschen da rum. So, wir haben hier einfach Lörracher hier. Ja. Jungs, ihr habt gewonnen, Jungs. Zwei Spiele gewonnen. Ja, gegen Ajax. Ja, Ajax. Salzburg. Und wer hat das Freistoß-Tor gemacht? Ja, hier. Der. Also da riecht es bald mal nach einer Challenge, oder was? Ja. Okay, jetzt müssen wir es weiter aufnehmen, ja? Gib weiter Gas, ja? Und Leute, das war's. 0:0 hier. Leider kein einziges Tor gesehen, aber trotzdem ein nicht schlechtes Spiel auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder rüber in die Halle. Jungs, küsst euer Herz. Mach's gut, viel Spaß. Ja? So, okay, Mente, jetzt hier sind wir in der Halle Bayern gegen Leverkusen, Leute. Und aktuell Bayern mit 2:1 vorne. Oh,
jetzt hier für Bayern. Und er hört hier. 3-2-1. Ganz, ganz böser Beini. Ist die Möglichkeit und da das 4-2-1 für die Jungs aus München. Also sie gewinnen gegen Leverkusen mit 4-2. Und jetzt vielleicht Chance für Ruben, die Nummer 10, auch ein Abonnent. Schön in die Mitte gelegt. Ruben. Stark gemacht vom 14er. Oh, da ist das Tor! 1-0! Guter Schuss, aber noch besser. Den Save da vom Keeper. Kaum robust. Da ist das nächste Tor! Gut gemacht im 14er. Oh, da ist das nächste Tor. 3-2-1. Oh, Arnel versucht. Oh, was ist ein Schuss von Arnel. Schöner Schussversuch. Hoffenheim wird hier gewinnen gegen Basel. Hoffenheim gewinnt hier also gegen Basel. Ich würde sagen, wir essen jetzt Reis, Hähnchen. Wir sind natürlich Albino, mein albanischer Rücken. Und Moritz, der das Ganze hier organisiert. Aber ich würde sagen, wir snacken jetzt und ja. Können wir ein Foto machen? Egal, ich bin gerne im Video. Was geht ab? Wer gewinnt in der Halle? Wer gewinnt in der Halle? Ich war für Basel, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber so Prediction, was sagst du, wer gewinnt? Hoffenheim. Hoffenheim. Hä? Ja. Du hast sogar gestern Ihre. Ja. Ja. Video. Danke. Hast du mir gerade gesagt, Ihre? Ja. Was ist? Leute, ich bin alt geworden, ich gehe. Ja, egal, Respekt. Ja, genau. Komm, ich schon bitte unbedingt duzen, ne? Okay. Alles gut, ich bin dein Bro. Okay. Mach's gut. Hier ganz schnell wieder raus, ja? Ja. Glocke aktiv? Natürlich. Sehr gut. Ciao, Jungs. Die Videos mit Isaiah und sie kennen. Ja? Okay. Schöne Grüße an Isaiah. Ciao, Jungs. Was geht? Ja, komm ganz schnell. So, mi gente, wir sind wieder in der Halle. Leute, Bayern führt gerade 0-3, sprich 3-0. Spiel hier gegen Lörrach. Und ja, ich würde sagen, ich nehme hier ein bisschen auf. Stark gemacht. Und da ist das nächste. 5-0. Boah, schön gemacht. 6-0 mittlerweile. Bayern gewinnt also gegen Lörrach mit 6-0. Und jetzt Hoffenheim gegen Frankfurt oder anders. Arnel und sein Hoffenheim gegen die Frankfurter. Und da ist er mit der Nummer 17, Hamza. Jetzt vielleicht Chance für die Frankfurter. Und mit dem Außenriss. 1-0 für die Frankfurter. Wow. Schön gemacht von Hamza. Aber geblockt noch von Hoffenheim. War schöne Aktion da von Hamza. Boah, das ist gut gespielt. Nimmt die Bande mit. Und da ist der Anschlusstreffer. Durch die Nummer 5. Schön gespielt auch von der Nummer 10. Nimmt da die Bande mit. Wichtig. Oh, da haben wir die Chance! Da haben wir die Chance für die Nummer 6! Hey! Oh, Hamza versucht nochmal mit den Skills zu früh zu tanken. Nummer 2 nimmt die Bande mit. Aber das war's. Hoffenheim gewinnt gegen Hamza und sein Frankfurt. 4-2. So, wir haben also jetzt Salzburg gegen Juve. Aktuell Salzburg ist 0-1 hinten. Und da ist der Abonnent am Ball.
den wir gestern im Hotel getroffen haben. Oh, Juve jetzt die Möglichkeit. Oh. Oh, schön gemacht. Oh, hübsches Tor von der Nummer 4. Hübsches Tor. Oh, Chance jetzt für Juve. Gemacht. Schön gemacht. Oh, super Seitenverlagerung und da ist das Tor. Juve gewinnt mit 3:1. Nice, GG. Ja, Jungs, könnt ihr noch weiterkommen? Nicht. Egal, Kopf hoch. So Leute, und jetzt Stuttgart gegen Basel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde die Nummer 9 von Basel sehr ein auffälliger Mann. Der kann super seinen Körper einsetzen. Oh, und das ist das erste Tor für Basel. Gut gespielt von dem Basler. Oh, super, die Bande mitgenommen. Und da ist es, 2:0 für die Basler. Wo ist die Anspielmöglichkeit? Da ist sie! Stark gemacht! Mach hin! Oh, da Ruben. Oh, versucht einfach Rabona. Was geschieht hier, meine Damen und Herren? Und das war's. Und Basel gewinnt gegen Stuttgart mit 4:0. Crazy. Leute, was habt ihr zu be real machen? Oh fuck, ich muss jetzt. So, mi gente, also erstes Viertelfinale hier. Freiburg gegen Stuttgart. Und jetzt vielleicht die Chance für die Freiburger. Oh, hübsch gemacht vom Freiburger. Oh, stark. Ein interessanter Spieler, dieser Kapitän. Macht er ihn rein. Oh, das ist stark gemacht. Und Freiburg ist somit im Halbfinale. Also, Mente, nächstes Viertelfinale Basel gegen Leverkusen. Also, Mente, das ist der kleine Mann, das ist Alex Neitsch. Der auffällige Mann mit dem Stierbund. Aber der Fünfer geht auch ab von Leverkusen. Der Captain, der gefällt mir sehr, sehr gut. Kommt da mit viel Tempo von hinten nach vorne. Oh, das ist der angesprochene Mann und er behält die Coolness. Und da ist er. Da ist das Tor. Durch eben diese Nummer 9. Ich hab's ja gesagt, Leute. Sehr, sehr stark. Und jetzt liegt rüber. Oh, was? Eine Tat vom Leverkusen-Keeper. Leute, es sind noch viel, viel Minuten. Wir kennen es ja vom Eli Geller Cup, Leute. In der Halle kann das sehr, sehr schnell noch gedreht werden. Oh, das ist gut gespielt. Oh, das ist ein sehr, sehr geil gespielter Ball. Und wieder der Neune. Leute, ich sag's ja, der ist stark. Oh, Anschlusstreffer. Aber Leon da mit der Nummer 4. Er ist dagegen. Achtung, Achtung. Oh, da ist er. Der Ausgleichstreffer. 2:2. Stark gemacht. Was Treffer von der Nummer 4. So, und Leverkusen dreht es und ist somit im Halbfinale. Und jetzt ganz, ganz krankes Duell. Juve gegen Bayern. Also, Jugend Champions League U13, Bayern gegen Juve. Wer wird das Ding gewinnen? Boah, der sieht man hier mit dem Energieanfall. Siebener und Elfer, der Kapitän von Bayern, finde ich offensiv bei den Bayern am interessantesten. Wow, was Treffer! Punkte Nummer 11 für Bayern. Schöner Treffer, habe ich ja gesagt, Elfer und Siebener auffällig. Oh, und da
das nächste Tor für die Münchner. 2:0. Fünf Sekunden, ja. Bayern München ist somit der nächste Halbfinalist. GG. Also Leute, nächstes Duell. Hoffenheim mit Anel, mit den Abonnenten. Gegen den FC Aarau, gegen unter anderem Lorik, der Kapitän mit der Nummer 9 und mein Heimatverein FC Aarau. Also, spannendes Match hier. Auch durchaus ein bisschen emotional für mich, denn ich habe von der U11 bis in die U15 beim FC Aarau gespielt. Ja Leute, jetzt wird es Duell hier. Und da ist das 1:0 für die Hoffenheimer. Hübsch gemacht. Boah, und ich sage ja Leute. Und jetzt wird's bitter, 6:1. So, Mähente und Hoffenheim. Also, jetzt im Halbfinale gegen Aarau mit 6:1. Das ist gut, ja, sicher. Ja, shit, einfach. Oh, einfach ein Bild von mir. Mach einfach 20 Mal Werbung rein in dein Video. Darf ich das? Darf ich dein Video sein? So, Mihente. Also, wir sehen jetzt hier das erste Halbfinale zwischen Freiburg und den Münchner. Ja, Bayern München gegen Freiburg. Und eigentlich, ich krieg's eigentlich ziemlich wackelig frei hin. Oh, da! Das erste Tor für die Bayern! Durch die Nummer 10! Stark gemacht! 1:0, 1-0 für Bayern München hier. Freiburg macht den Ausgleichstreffer in letzter Sekunde. In allerletzter Sekunde. So, jetzt aber die Bayern. Der muss treffen, er muss. Und er trifft, der behält die Nerven. Wir sehen hier gerade einen 9-Meter-Schießen in Eishockey-Style. Freiburg gegen Bayern. München ist im Finale! Also Mähente, es geht ab hier! Es geht ab! Hoffenheim gegen Leverkusen. Und wieder Hoffenheim mit Abonnenten und die Nummer 11. Das ist Anel. Anel hat da direkt die erste Chance. Aber gut geklärt. So. Anel. Anel! Macht einfach Double Roulette. Was macht Anel? Hey, Ref! So, da Leute, aus der Alex mit der Nummer 10. Das ist schon ein krasser Unterschied, da 14er gegen... Alex! Aber Alex setzt sich durch! Alex hoch! Da beinahe ein Eigentor. Alexa, hat er eine Idee? Blick zurück. Möglichkeit zum Schießen. Wieder ein Beini. Hoffenheimer sind unter Beschuss. Das ist Sensation gemacht. Da ist Alex. Alex trifft. Treffer. Was eine Grätsche vom 13er. Da ist der Ausgleich! Was geschieht hier? So Leute, es läuft die letzte Spielminute zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Oder anders, Abonnent Alex gegen Anel. So, und wir sehen das erneute 9-Meter-Schießen hier.
Oh, er muss treffen. Oh, oh, da schießt er Hoffenheim. Hoffenheim ist im Finale. Also Finale hier Bayern München gegen Hoffenheim. Also Mente, Arnel nun im Finale. Ich will es ihm mega gönnen. Bayern München auf der linken Seite gegen die Hoffenheimer Jungs. So, also Finale an für 4. Bayern erstmal von links nach rechts, Hoffenheim von rechts nach links. Oh, 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 ein ganz, ganz böser Beini. Der Zweier ist gut von Bayern. Legt da gut ab. Oh, und da ist das 1-0. 1-0 für die Bayern. Oh, das ist sehr gut gespielt. Oh, oh, das ist sehr, sehr stark gemacht. 2-0. Gigi. Und die Jungs von Hoffenheim. Die Hochklasse im Spiel endet mit 2-0 für die Bayern. Wir bitten nun alle Mannschaften, sich auf dem Spielfeld einzugehen zur Siegerehrung. So, und jetzt sehr cooles Turnier haben sie gemacht. Man kann nicht immer gewinnen, trotzdem gute Leistung von Arnel und seinem Hoffenheim. Sehr, sehr stolz auf sie. Bayern München, bester Torwart. Gratuliere. So, also. Torschützenkönig, gemeinsam mit der Nummer 9. Und 19 Euro plus Nummer 10. Was hast du mir gemacht? Grande! Arnel, also wir hoffen, Streamteam gewinnt. Es ist 2 Uhr. Tschüss. Auch gut gespielt. Nummer 4. München! So, also, Bayern München gewinnt das Ding hier. Mit 2-0 im Finale. Also vom Imo Cup 2023. Adnan verdient. So Mente, guck mal, der Bre, er hat einfach Finelli. Ich küsse doch dein Herz. Hey Kuba, liebe Grüße von Ochi. Von wem? Ochi, Comeback Motivation. Ah, sag ihm die schöne Grüße. Kubanito supportet ihn. Lass ein Like da, ein Abo. Ich küsse dein Herz. Okay, Mente, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von dem Video, Leute. Wir haben sehr, sehr wilde Skills gesehen, nice Tore. Und kommentiert mal gerne unten in die Kommentare, wenn ihr so die besten Spieler fandet. Würde mich mal interessieren. Ich werde mir auf jeden Fall die Kommentare durchlesen. Was geht ab? Alles gut? Ja. Was geht ab? Einfach Pokal, Leute. Pokal ist einfach größer als er. Hey, gratuliere, Mann. Dankeschön. Wild. Bist du der Kapitän, oder was? Ja. Ja, nice. Ach, hast du mir geschrieben? Ja, ich hab dir geschrieben. Ach, scheiße, Alter. Aber morgen müsst ihr einfach nochmal gewinnen. Ja. Bro, stell doch mal den Pokal ab, Bruder, nicht, dass du noch Rückenschmerzen bekommst. Ja, wild mal, crazy, Digga. Wild. GG auf jeden Fall, Bro. Gratuliere. Okay, auf jeden Fall, Jungs. Okay. Ich küsse euer Herz. Ciao. Mach's gut. Und ja, dann bis morgen. Okay, Jungs. Ey, GG, ja? Danke. Okay, Mihente, ich würde sagen, so beenden wir das Video mal ein bisschen anders. Wisst Bescheid, Hashtag Abonnentenspieltage kommentieren. Die Jungs transportieren jetzt den Pokal ab. Und ja, wisst Bescheid, liken, Glock aktivieren. Vielen, vielen Dank an Imoköp für alles. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Auf einmal.